Herzlich willkommen, Professor Nasridi von der LMU München. Wir freuen uns sehr, dass Sie eines der Referate auf der ATTAC-Winterschule übernommen haben. Und ich will noch mal ganz kurz erzählen, als es im September bei ATTAC München mit den Diskussionen losging, was machen wir denn für ein Thema in der Winterschule, wurde sehr intensiv diskutiert und das aktuelle Thema war halt das Flüchtlingsthema oder ist ja nach wie vor das Flüchtlingsthema. Und wir haben eine Zeit lang sogar überlegt, eine ganze Winterschule zum Thema Flüchtlinge zu machen. Dann gab es aber in vielen Institutionen, bei der Volkshochschule, in den Kammerspielen, Pro Asyl hat einen großen Kongress gemacht. Also es gab so viele sehr kompetente Tagungen zum Thema Flüchtlinge, dass wir gesagt haben, wir wollen das Thema Flüchtlinge schon machen, aber wir wollen es in den größeren Zusammenhang Europa stellen. Und deshalb ist unser Hauptmotto dann eben doch, wie ihr hinter uns seht, das Thema Quo Vadis Europa gewesen, mit dem wir uns bisher beschäftigt haben. Wir hatten gestern schon einen Workshop zum Thema Flüchtlinge mit Stefan Dünnwald, dem Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrates. Und da haben wir eben gemerkt, dass wir vermutlich also an diesem Thema dranbleiben werden. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir also heute auch letzten Endes über das Thema Flüchtlinge fremd in Deutschland reden werden. Und wir werden Herrn Professor Nasridi hören dazu. Ganz kurz zur Person. Armin Nasridi ist in Tübingen geboren, 1960. Das darf man doch sagen. Internet entnommen, dass er aufgewachsen ist, und jetzt wird es spannend, in Tübingen, in München, in Landshut, in Teheran und in Gelsenkirchen. Und das ist eine wunderbare Mischung, wobei ich in Gelsenkirchen Abitur gemacht habe. Also, ja, der Hofgymnasium. Das gilt hier gar nicht. Für mich war Gelsenkirchen, ich kam nämlich gerade aus Berlin-Ost, war ein CDR-Flüchtling und kam dann ans Ricarda-Hochgymnasium und das war schweres, hartes Brot, was ich da gesehen. Wir standen immer vor dem Ricarda-Hochgymnasium, aber es kam niemand raus. Armin Nasridi hat Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie studiert und ist Lehrstuhlinhaber für Soziologie an der LMU. Er mischt sich aktiv in die politische Debatte ein und ist in den Medien sehr präsent. Ich glaube, also ob SZ, ob Zeit, ob Deutschlandradio, ob ich habe auch entnommen, das ist mir leider entgangen, dass es eine ARD-Alpha-Folgen, 16 Folgen, zum Thema Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegeben hat. Haben Sie die alleine bestritten, die 13 Folgen? Ja. Nicht nur als Herausgeber der 13 Folgen? Nee, da habe ich selbst 13 Mal erzählt. Ja. Ah ja. Ja. Also seit Herbst 2011, ist das richtig, sind Sie der neue Herausgeber des legendären Kursbuches von Hans Magnus Enzensberger. Die Älteren unter uns kennen noch dieses Kursbuch und wir finden das natürlich fantastisch, dass es wieder ein Kursbuch gibt und Sie sind da die Herausgeber. Und dann wollte ich noch kurz hinweisen, dass Sie in der letzten Zeit auch Aufsehen erregt haben durch einen Briefwechsel mit Götz Kubitschek. Ich glaube, hier im Saal weiß niemand, wer Götz Kubitschek ist. Doch, du weißt das. Ja, du weißt es. Das ist der Herausgeber eines Blogs, Sezession, und einer der zentralen Protagonisten des neurechten identitären Denkens. Er war Autor der, oder ist auch noch Autor der Jungen Freiheit. Und ich habe ein bisschen recherchiert über ihn und habe auch einen Film über eine Pegida-Demo gefunden, auf der er als Redner auftrat. In dem letzten Buch von Professor Nasridi, Die letzte Stunde der Wahrheit, ist der Briefwechsel nicht ganz, aber in Teilen abgedruckt. Ne? Ach, sogar ganz. Das Buch ist übrigens hinten zu erwerben zu einem sehr günstigen Preis, weil das war sehr nett von dem Vertrieb, als ich sagte, die arme ATTAC-Winterschule und dann, also es ist da hinten am Tisch zu erwerben. Aber warten Sie erstmal das Referat von mir. Also ich will damit noch
nochmal erklären, dass es bestimmt eine interessante, kontroverse Diskussion gibt, denn Herr Nassi ist der Ansicht, dass man auch mit solchen Menschen und Meinungen sich ernsthaft auseinandersetzen muss, wo diese Meinungen ernsthaft argumentiert sind und dass man sich eben auch damit auseinandersetzen wollte. Also Diskussionen gibt es viele, und wenn ich euch jetzt noch sage, was der Untertitel des Buches ist, warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss, dann freut euch jetzt auf das Referat. Wir haben das Buch. Schade, dass er nicht da war vorhin. Dass Sie mich eingeladen haben. Wenn ich vielleicht zu dem Briefwechsel noch was sagen darf, Sie sollten das Buch natürlich erwerben, übrigens zu einem Preis, zu dem ich selber nicht kriege. Ich wundere mich ein bisschen, aber das ist gar nicht schlecht. Der Briefwechsel ist seit vorgestern auf Krautreporter zugänglich. Falls Sie sich dafür interessieren, schauen Sie sich das an. Okay. Ja, ich habe einen klaren Auftrag bekommen, was ich heute machen soll hier, nämlich über die Flüchtlingsfrage nachzudenken und auch die Frage zu beantworten, was denn eigentlich Deutsch sei. Die Frage hört sich trivial an, ist sie aber nicht. Und ich möchte das zur Gelegenheit nehmen, tatsächlich etwas allgemeiner zu fragen, warum wir eigentlich diese Flüchtlingskrise oder Flüchtlingssituation, vielleicht ist es gar keine Krise im engeren Sinne, als einen Anlass nehmen, uns so herausgefordert zu fühlen, dass auf einmal Fragen gestellt werden, die vorher nicht gestellt worden sind. Und das ist etwas, worüber man tatsächlich nachdenken sollte. Ich werde in vier Schritten wahrscheinlich vorgehen. Ich werde zunächst mal tatsächlich etwas allgemein über die Flüchtlingskrise sagen. Ich werde dann diese Frage des Deutschen tatsächlich ernst nehmen und aufnehmen. Und schließlich in einem dritten Punkt den Begriff der Integration aus soziologischer Perspektive etwas genauer unter die Lupe nehmen. In der öffentlichen Diskussion wird viel über Integration gesprochen. Kaum jemand scheint sich Gedanken darüber gemacht zu haben, was das denn eigentlich bedeutet. Und ich werde mich dabei auch weniger für die Integration von Migranten interessieren, sondern für die Integration von uns allen. Das ist nämlich in der Tat auch gar kein Spaß, sondern es ist soziologisch gesehen schon ganz interessant, sich vorzustellen, wie Autochtone eigentlich in der Gesellschaft leben. Daraus kann man viel lernen, was man von Migrantinnen und Migranten erwarten kann. Und schließlich werde ich ein paar politische Sätze sagen, also gar nicht politisch im engeren Sinne, sondern über die Frage, wie man eigentlich politisch darauf reagieren soll. Nach meinem Dafürhalten sind im Moment die Konservativen am Zug, und zwar aus ganz bestimmten Gründen, die ich versuchen werde zu explizieren. Zur Flüchtlingskrise. Wenn man genau und ernsthafterweise hinguckt, dann kann man zu der Diagnose kommen, dass wir in Deutschland eigentlich keine Flüchtlingskrise haben. Wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anguckt, seit 1949, haben wir immer wieder Situationen gehabt, in denen zum Teil viel mehr Menschen als im letzten Jahr in die Bundesrepublik gekommen sind. Denken Sie etwa an die Migranten, zwar deutschstämmige Migranten, aber Migranten nach dem Zweiten Weltkrieg aus den deutschen Ostgebieten, 3,5 Millionen auf ein Stück. Über die hat man jetzt genauso geredet wie heute über muslimische Flüchtlinge aus der Levante. Denken Sie an die Arbeitsmigration ab 1957-58. Da hat man zum Beispiel über Italiener so geredet, wie wir heute über Italiener nicht mehr reden würden. Übrigens sind Italiener, wenn ich das sagen darf, die nach sozialstatistischen Daten gesehen haben immer noch am schlechtesten integrierte Gruppe in der Bundesrepublik Deutschland, selbst wenn man alle Pizzerien wegrechnet. Das gilt natürlich für die Spätaussiedler aus Russland und aus den anderen osteuropäischen Ländern, die zum Teil die gleichen Probleme hatten wie nicht-deutsche Einwanderer in die Bundesrepublik. Ich habe selbst in Münster noch damals ein Forschungsprojekt über Siebenbürger Sachsen gemacht, die in den 1990er Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen sind. Bei den jungen Leuten kann man ganz ähnliche Probleme sehen, wie wir es auch bei etwa türkischen, muslimischen Jugendlichen heute in den deutschen Großstädten sehen. Das gilt für die Einwanderung im Rahmen oder als Folge des Jugoslawienkrieges in den 1990er Jahren. Damals in ähnlichen Zahlen, aber mit einer erheblich unfreundlicheren Form des Willkommens, hätte ich jetzt fast gesagt, also des Begrüßens und natürlich auch jetzt während dieser Geschichte. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn wir uns die Zahlen genau angucken, keine
wirklich außergewöhnliche Situation. Wir haben auch interessanterweise keine außergewöhnliche Situation im Hinblick auf internationale Vergleiche. Die Bundesrepublik gehört nicht zu den am stärksten belasteten Ländern mit Einwanderung zurzeit. In Europa ja, aus bestimmten Gründen, dazu werde ich gleich noch was sagen. Die Gründe kennen Sie ohnehin, aber man kann sie erst kurz erwähnen. Aber man kann nicht sagen, dass unsere Volkswirtschaft und unsere Gesellschaft durch diese 1 Million Menschen, die gekommen sind, und wir müssen uns darauf einstellen, dass es dieses Jahr 1,5 bis 1,7 Millionen werden, tatsächlich in ihren Grundfesten erschüttert wird. Ganz im Gegenteil. Ökonomen sagen uns, dass all das, was jetzt passieren muss, ein Investitionsprogramm ist, von dem man gesprochen hat, dass es eigentlich vorher auch ohne diese Form von Einwanderung es hätte geben müssen, wenn Sie daran denken, dass man, das muss man übrigens der bayerischen Staatsregierung hoch anrechnen, Lehrerstellen schafft, dass man sich explizit um traumatisierte Jugendliche kümmern will, dass man die Justiz mit Kompetenzen ausstattet, die anders funktionieren als die Kompetenzen in der öffentlichen Diskussion. Interessanterweise sind heute mit die vernünftigsten Sprecher in der Öffentlichkeit, wenn es um die Frage der Kriminalität von Migranten geht, Polizisten. Das haben wir auch nicht immer gehabt, das ist schon interessant zu sehen. Und noch interessanterweise Programme, die natürlich als Wohnungsbauprogramme und Bildungsinfrastrukturprogramme etwas für diese Gesellschaft bedeuten. Also ich bin durchaus jemand, der, sagen wir mal, diese Form von Ökonomie, in der wir leben, durchaus ernst nimmt. Und wir können nicht mehr so denken wie im 17. Jahrhundert, bei dem es einen Kuchen gab, der verteilt werden muss, sondern ökonomische Aktivität produziert Mehrwert. Und wenn Mehrwert produziert wird, dann gibt es auch etwas zu verteilen und dann wird auch etwas erzeugt, was tatsächlich einen Wert produziert. Man sollte, wenn man den Kapitalismus schon versteht, ihn auch ernst nehmen und ihn bei seinen positiven Seiten auch packen. Wenn ich das hier sagen darf. Bei seinen negativen auch, aber hier auch. So. Also wenn das stimmt, was ich bis jetzt gesagt habe, dann muss man sich ja schon wundern, warum wir in dieser Situation heutzutage von einer Flüchtlingskrise sprechen, bei denen wir ja auf dem rechten Rand der Gesellschaft inzwischen Semantiken hören, die tatsächlich so tun, als würde dieses Land vor die Hunde gehen. Man kann aber andererseits auch sich fragen, kein anderes Land in Europa hat so viele Flüchtlinge aufgenommen. Bitte? Ja, Schweden. Ich würde Schweden inzwischen da nicht mehr so richtig dazu rechnen, weil in Schweden sozusagen der Backlash inzwischen so stark stattgefunden hat, dass man sagen muss, die Schweden sind noch erschrockener über das, was sie getan haben, als wir Deutsche. Und außerdem hat Schweden zum Teil aus infrastrukturellen Gründen eine völlig andere Situation als hier. Aber nehmen wir Schweden dazu. Italien und Griechenland. Nein, Italien und Griechenland haben die Leute eben nicht aufgenommen, sondern sind aus geografischen Gründen geradezu gezwungen gewesen. Ich komme gleich auf Italien noch zu sprechen. Spannenderweise ist es ja so, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass viele in Deutschland zurzeit sozusagen ankommen, zynischerweise gesagt werden kann, dass tatsächlich nur 10% der Leute im Moment so weit sind, dass sie eine Partei wählen würden, die gestern so eine Art Schießbefehl an den Grenzen stark gemacht hat. Neue Zahlen sagen was von 10-12%. Wenn Sie das im europäischen Vergleich mal sehen, kann man fast sagen, die bundesrepublikanische Gesellschaft reagiert eigentlich fast gelassen. Ich will Sie nur mal mit diesem Satz konfrontieren, weil der auch stimmt, wie der Satz zu sagen, dass wir zurzeit einen Zivilisationsbruch erleben in der öffentlichen Diskussion im Hinblick auf die Folgen von Flüchtlingen. Köln war natürlich ein Umschlagspunkt. Aber Köln war schrecklich, war fürchterlich, gar keine Frage. Aber Köln ist ein ähnlicher Katalysator gewesen wie das, was im Sommer 2015 auf Fernsehbildern stattgefunden hat. Wir tun immer so, als hätte die Flüchtlingssituation im letzten Jahr begonnen. Das ist ja nicht der Fall. Das ist eine Bewegung, die seit Jahren stattfindet. Aber erst seit letztem Jahr gibt es Bilder von untergegangenen Booten, von Toten im Mittelmeer. Gibt es Bilder, jetzt der Hinweis auf Italien, bei denen auch der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit deutlich wird, dass wir über die Jahre mit Hinweis auf Dublin III
die Länder im Mittelmeer alleingelassen haben mit dem Problem und gesagt haben, naja, wenn Dublin 3 gilt, dann müsst ihr euch darum kümmern, wir haben damit nichts zu tun. An unserer Mittelmeerküste ist kein einziger Flüchtling angekommen. Und dieser Satz stimmt. Ne? Nach sozusagen den Asylregeln in Europa kann man eigentlich in Deutschland kein Asyl beantragen. Also es sei denn, man hat ein Flugticket an den Frankfurter oder Münchner Flughafen, aber das sind nicht die üblichen Flüchtlingsrouten. Das gab es natürlich auch. Leute, die sozusagen mit einem Ticket dort ankamen und dann im exterritorialen Gelände waren, aber das ist quantitativ gesehen eine Petitesse, darüber muss man überhaupt nicht reden. Und dass die Mittelmeerländer sich natürlich, vor allem Italien, für Griechenland kann das noch nicht, gerade Italien, sich Gedanken darüber gemacht hat, was wir eigentlich tun, die Entsolidarisierung in Europa zum Anlass genommen hat, zu sagen, dann setzen wir die Leute in Züge, die das erste Mal wieder in Innsbruck halten. Ich hätte das als Italiener vielleicht auch gemacht. Und insofern müssen wir uns auch die Frage stellen, ob wir sozusagen, die wir jetzt die moralischen Streber in Europa sind, nicht vieles von dem, was jetzt stattfindet, selber produziert haben im Hinblick darauf, dass es so etwas wie europäische Solidarität, auch bevor wir ihr Fehlen selbst formuliert haben, nicht vorher auch nicht gegeben hat, nämlich da von unserer Seite. Und nicht nur von deutscher Seite, man kann sagen von fast ganz mittel- und nordeuropäischer Seite. Wir haben es zurzeit wieder umgekehrt, man verlangt jetzt von Griechenland, denen man nicht zutraut, eine angemessene Steuerbehörde zu führen und das auch nicht ganz ohne Gründe. Das Problem an der Grenze, an der Seegrenze zur Türkei zu lösen, selbst wenn man eine Steuerbehörde führen könnte, wäre das Problem dort nicht zu lösen, weil was soll man eigentlich machen? Der Hinweis des CSU-Fraktionsvorsitzenden Kreuzer in der letzten Woche, Griechenland habe doch eine Marine, Parenthese gesagt, in Deutschland gekauft übrigens, mit Krediten, die wir ihnen selber gegeben haben. Parenthese wieder geschlossen. Was ist das für ein Hinweis? Was soll die Marine dort machen? Die Marine kann nichts anderes tun, als Leute, die in Seenot geraten sind, zu retten und danach Griechenland. Das ist die Aufgabe der Marine? Bitte? Ist das die Aufgabe der Marine? Ja, das ist die Aufgabe der Marine. Nach internationalem Seerecht ist jedes Schiff, das in internationalen Gewässern unterwegs ist, verpflichtet, Schiffbrüchige zu retten. Das ist Aufgabe der Marine, auch einer militärischen Marine, nicht nur der Handelsmarine. Das sind übrigens keine moralischen Sätze, sondern klare, rechtliche, international rechtsbindende Vorgaben. Spannend ist, dass alle, die quantitative Daten verwenden, sagen würden, die Flüchtlingskrise, wie wir sie jetzt haben, ist für die deutsche Gesellschaft keine besondere Herausforderung. Eine besondere Herausforderung ist organisatorisches. Wir haben zum Beispiel das riesengroße Problem, wer eigentlich das Geld, das da ist, ausgeben und verteilen darf. Wenn wir nicht in der Lage sind, das Migrationsproblem als Staatsziel, und zwar als Bundesstaatsziel einzuführen, dann ist die Verteilung von Geldern, die heute fast nur in Kommunen verteilt werden können, so schwerfällig und schwierig, dass kommunale Entscheidungsträger schlicht und ergreifend vor einer Grenze stehen, die sie einfach nicht mehr bewältigen können. Ich versuche absichtlich mal zu zeigen, strukturell zu zeigen, dass das große Problem, das wir im Moment haben, eher ein operatives Problem ist, als eines, dass unser Land irgendwie von etwas überschwemmt wird. Das ist nicht der Fall. Trotzdem gelingen die Semantiken zu sagen, dass wir uns diese Geschichten vor allem als ein Kulturproblem angucken. Ich habe vorhin Köln kurz erwähnt. Was hat in Köln stattgefunden? Ich bin der Letzte, der übrigens auch als Migrationsforscher sagen würde, dass es keine Probleme mit Einwanderern gibt, die auch mit kulturellen Prägungen zu tun haben. Wer das behauptet, ist naiv. Wer das behauptet, ist insofern naiv, als er dann auch sagen müsste, dass bei uns, was immer das heißt, ja, sagen wir in Deutschland, bei den Autochtonen, bei denen, die schon länger da sind, selbst wenn sie nur in Gelsenkirchen Abitur gemacht haben, wie wir beide, ja, dass bei denen sozusagen auch fast alles über Kultur erklärt werden kann oder umgekehrt gar nichts über Kultur erklärt werden kann. Was hat in Köln stattgefunden? Wir wissen inzwischen vergleichsweise genau, dass das, was in Köln stattgefunden hat,
übrigens auch Flüchtlinge daran beteiligt waren, eine Form war, die sehr stark etwas mit parallelgesellschaftlichen Kriminalitätsstrukturen in manchen, in kleinen Migrationscommunities in Deutschland zu tun hat. Die interessante Frage ist, warum wir eigentlich in Deutschland, die wir im internationalen Vergleich eine wirklich vergleichsweise erfolgreiche Integrationssituation von Einwanderern haben. Ich war erst vor 3 Wochen in französischen, in Pariser Banlieues, wo man sozusagen ganz andere Formen von Integrationsproblemen hat. Ich kann gut verstehen, dass die Franzosen zurzeit keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, weil sie mit ihrer eigenen Kolonialgeschichte an ihren Großstädten ganz andere Probleme haben, wo eine Konkurrenz, eine interethnische Konkurrenz am unteren Rand der Gesellschaft entstehen würde. Auch sowas muss man mal mit bedenken, wer mal in London war und sich nicht nur die hübschen Geschichten in der Mitte der Stadt für die Touristen anguckt, sondern in die Randgebiete geht, wird feststellen, dass es dort manche desintegrierte Teile gibt, die wir in Deutschland niemals ertragen würden. Also man muss auch sagen, andere Länder haben auch ihre Probleme. Ja, wir sind sozusagen nicht immer nur die, die sagen, es ist wahrscheinlich überall so wie bei uns und dann müssen wir die Geschichten entsprechend machen. Die Bundesrepublik ist in einer anderen Situation. Die Bundesrepublik ist in der Situation, dass wir eine vergleichsweise gut integrierte, ich werde vorher nachher noch sagen, was das bedeutet, gut integrierte Einwanderer seit dem nach dem Zweiten Weltkrieg haben. Eine wirklich im internationalen Vergleich hervorragende Situation. Gleichzeitig aber über die Jahrzehnte es versäumt haben, auch nur ansatzweise politisch anzuerkennen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Ich glaube, dass vieles wirklich an dieser Geschichte hängt. Und im Moment, ich habe ja vorhin gesagt, mich interessiert vor allem, was diese Flüchtlingskrise im Moment auslöst, und zwar diskursiv auslöst. Im Moment stellen wir fest, dass wir eigentlich gar nicht über die Flüchtlingskrise reden, sondern über die Situation, dass wir jetzt wirklich nicht mehr an der Frage vorbeikommen, was es eigentlich bedeutet, ein Einwanderungsland zu sein. Weil vielen jetzt erst deutlich wird, dass die Flüchtlingssituation, die wir jetzt haben, nur der Vorbote ist von Entwicklungen in den nächsten 10 bis 15 Jahren, bei denen Einwanderung stattfinden muss, damit unsere Gesellschaft in der Form, wie sie existiert, weiter existieren kann. Und dass wir endlich die Frage beantworten müssen, ob wir in der Lage sind, Einwanderung selbst zu gestalten oder einfach nur abwarten, was da kommt. Einwanderung selbst gestalten heißt übrigens vor allem zu sagen, wer nicht kommen darf. Das ist keine romantische Forderung zu sagen, ach, Einwanderung ist irgendwie super und wir machen das schon irgendwie, sondern die klassischen Einwanderungsländer regulieren vor allem, wer nicht kommen darf. Und vielleicht gelingt es ja, ein Einwanderungsgesetz zu machen, in dem humanitäre Komponenten ein konstitutives Merkmal sind, bei dem wir vielleicht auch genauere Signale formulieren können, was es eigentlich bedeutet, einen bestimmten Rechtsstatus als jemand zu haben, der etwa in einem Punktesystem oder Ähnlichem durchgefallen ist. Ich glaube, dass wir zurzeit in der Situation sind, dass viele erschrocken sind darüber, dass das stattfindet, was wir in der sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung seit 20 Jahren wissen. Und immer für dumme Romantiker gehalten wurden, wenn wir darauf hingewiesen haben, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Einwanderung tut weh. Allen Beteiligten, den Autochtonen und den Einwanderern, wissen wir aus der Forschung, also das ist keine besondere Erkenntnis, ja, das ist irgendwie selbstverständlich, es gibt große Anpassungsprobleme und diese Anpassungsprobleme kann man regulieren, man kann etwas dafür tun, man muss aber anerkennen, dass man ein Einwanderungsland ist. Es hat in Deutschland bis zum Ende der 1970er Jahre gedauert, bis Heinz Kühn, der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, als erster Politiker der etablierten Parteien in Deutschland auf die Idee kam, sich Gedanken machen zu müssen, was das denn eigentlich heißt, wenn Arbeitsmigranten, die aus bildungsfernen Schichten kommen und so etwas wie eine Aufstiegsorientierung in ihren Familien keine Tradition hat, in der dritten und vierten Generation in dieser Gesellschaft eigentlich tun werden. Wir erleben zurzeit, dass das größte Risiko für Bildungsarmut nach wie vor ist, einem Abkömmling der Arbeitsmigranten der 1960er und 70er Jahre zu sein. Sie kennen vielleicht noch die wunderschöne Figur, die Älteren unter Ihnen zumindest, des katholischen Mädchens vom Lande als die größte Risikogruppe im Hinblick auf Bildungsintegration. Das war 1958, glaube ich, von Georg Picht formuliert, dem damaligen Bildungsforscher. Heute ist es der muslimische Junge in der Großstadt. Und man muss das gar nicht als Anklage formulieren, sondern als eine Folge dessen,
das wir einfach nicht sehen wollten, was da war, und damit Anpassungsprobleme hatten, die unter anderem das hervorgebracht haben, was wir in Köln am Silvesterabend erlebt haben, nämlich eine Form der Integration in Peergroups, in denen Menschen sich eigentlich angepasst verhalten haben, obwohl es von außen aussieht wie deviantes Verhalten. Die Devianz-Soziologie zeigt sehr schön, also Devianz heißt abweichendes Verhalten. Wir denken immer, dass jemand, der sich nicht an Regeln hält, abweicht, aber meistens weicht er gar nicht ab, weil er innerhalb der Gruppe, die abweicht, eigentlich ein konformes Verhalten zeigt. Und wenn es nicht gelingt, die Leute sozusagen aus den festen Gruppen rauszulösen, in denen konformes Verhalten belohnt wird, dann kriegen wir Probleme. Das heißt, gelungene Einwanderung findet dann statt, wenn die Menschen nicht alle Kontakte, die sie haben, über dieses eine Merkmal der ethnischen Herkunft definieren müssen. So, das war der erste Punkt. Das ist eine komische Frage. Darauf gibt es zwei Antworten, eine rechtliche und eine kultursoziologische. Die rechtliche Antwort haben wir vor ein paar Jahren hier diskutiert, als es ein neues Staatsbürgerschaftsrecht gab. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Das neue Staatsbürgerschaftsrecht in der Bundesrepublik ist jetzt sehr ähnlich wie das in Frankreich. Über Frankreich gab es immer die großen Mythen, dass dort tatsächlich so etwas wie Blutsverwandtschaft im Hinblick auf ethnische Herkunft, die gar keine Rolle spielt. Das ist falsch, das ist ein Mythos der Franzosen. Ja, aus der Französischen Revolution noch die Idee, jeder Mensch guten Willens ist ein Franzose, das war spätestens nach den napoleonischen Kriegen vorbei, als auch Frankreich selbst ein nationalistischer Nationalstaat geworden ist. Und das ist schon ein paar Jahre her. Wir haben also ein Staatsbürgerschaftsrecht, das uns sagt, dass Aufenthalt in Deutschland nach einer bestimmten Zeit sogar einen Rechtsanspruch formuliert, Deutscher sein zu können. Unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist eine Reaktion darauf, dass die Idee, dass Nationen ethnisch homogen sind oder sein sollen, in der empirischen Wirklichkeit dieser Gesellschaften nicht mehr funktioniert. Das ist aber auch ein Hinweis darauf, dass man offensichtlich eine Aufsicht darauf hat, wer denn eigentlich ein Deutscher sein kann oder nicht. Das ist die rechtliche Form, über die rede ich jetzt nicht weiter. Die kultursoziologische ist interessant. Meinen Studenten versuche ich bei solchen Fragen immer mit einem Gedankenexperiment zu operieren. Das Gedankenexperiment heißt, denken Sie sich mal diese Gesellschaft ganz ohne Migrationsfolgen. Also stellen Sie sich mal vor, es wären nur Deutsche da. Also selbst ich, der ich aus so einer vergleichsweise wohlhabenden Einwanderergruppe, mein Vater kam zum Studieren nach Deutschland, meine Mutter kommt aus einer sehr konservativen katholischen Familie und ich bin ein bayerischer Staatsbeamter, also wo sozusagen Integrationsfragen sich anders stellen als am anderen Ende der Gesellschaft. Also selbst ich wäre nicht da. Was jetzt heute schade wäre, aber so wäre es, ja. Und viele von Ihnen wären auch nicht da. Wie würde diese Gesellschaft eigentlich aussehen? Wäre sie kulturell homogen? Antwort, nein. Sie wäre nicht homogen, nicht kulturell homogen im Hinblick darauf, dass wenn Sie sich die Generation heute mit den Generationen, zwei, drei Generationen vor uns vergleichen, wir es inzwischen mit Lebensformen zu tun haben, in denen so etwas wie Fremdheit von Milieus etwas ist, woran man sich gewöhnt hat. Man kann es eigentlich sehr schön an so Indikatoren wie etwa Homosexualität festmachen. Sie können in dieser Gesellschaft schwul sein immer noch für eine Sauerei halten. Sie haben auch das Recht dazu. Aber das Risiko, sich damit lächerlich zu machen, ist größer geworden. Ja? Und ich meine das gar nicht witzig, sondern an solchen Dingen kann man eine ganze Menge sehen. Also bei diesem Beispiel kommt noch die strafrechtliche Frage dazu, dass man vorher ohnehin keine Witze darüber machen konnte, weil es sich um zum Teil um strafbare Dinge handelte, wenn Sie an den Paragraf 175 Strafgesetzbuch denken. Das ist wirklich nicht so allzu lange her. Aber heute ist das Risiko, sich lächerlich zu machen, vergleichsweise groß. Und das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, an so etwas wie kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft, bei der die sozialmoralischen Milieus sich so wenig zu sagen haben, dass sie noch nicht mal in Konflikt miteinander geraten. Nein, also nehmen wir das wirklich ernst. Ich glaube, es geht nicht um die großen Leitbilder, ja? Da kann man
kann sich darüber streiten, das ist was für Intellektuelle, das ist alles Bullshit, damit kann man nichts anfangen. Sondern es geht um die Praktiken in der Gesellschaft, wie sie stattfinden. Wir gucken sich zum Teil osteuropäische Gesellschaften an, gerade an dem Beispiel der Homosexualität, dann können Sie feststellen, dass 40 Jahre Staatssozialismus unter anderem auch die Folge hatte, dass man so etwas wie Kontakt zu kulturellen Alternativen sehr lange einfach nicht haben konnte, weil die Grenzen zu dicht waren. Ja? Also die Polen sind nicht döver als wir, und von den Russen ganz zu schweigen, weiß Gott nicht, aber sie haben sozusagen die praktischen Erfahrungen mit kultureller Differenz einfach nicht gemacht. Und die können sie auch nicht verordnen, sie können nicht sagen, mach doch mal Erfahrung mit kultureller Differenz. Das hat bei uns auch Jahrzehnte gedauert. Und wenn ich das nochmal so unscharmant sagen darf, die Älteren unter Ihnen haben das in ihrer eigenen Biografie wahrscheinlich miterlebt, wie sich sozusagen diese Idee von kultureller Pluralität, ich würde sagen, die Entdramatisierung kultureller Pluralität, wir denken alles migrantische Gezwecke, das war ja der Versuchsaufbau, sozusagen verändert hat. Entdramatisiert hat. Nicht verschwunden ist, aber entdramatisiert hat. Ein anderes Beispiel, das ich immer bringe, ist die konfessionelle Differenz. Auch das ist etwas, was die Älteren unter Ihnen vielleicht kennen. Es ist eine radikale Differenz gewesen, die ganze Familien auseinander hat brechen lassen. Die Differenz zwischen Katholiken und Protestanten. Wenn ich meine Studenten heute frage, wissen die das zum Teil gar nicht, was sie sind. Und wenn sie es wissen, wissen sie nicht, was der Unterschied ist. Ob das ein zivilisatorischer Fortschritt ist, ist noch eine Frage. Aber es ist interessanterweise so, dass sich das entdramatisiert. Übrigens auch von den Kirchen selbst aus, weil die sozusagen einen gemeinsamen Feind haben, nämlich die, die keins von beiden wollen und dadurch sich ähnlicher werden. Das ist eine interessante, das ist ein zivilisatorischer Fortschritt, würde ich ganz klar sagen. Ja, und das ist doch eine interessante Entwicklung. So, und jetzt denken Sie die Migranten wieder dazu und stellen mal fest, wie undramatisch eigentlich das Zusammenleben zwischen den Ethnien in der deutschen Großstädten sich etabliert hat. Undramatisch heißt nicht, dass es keine Probleme gegeben hat. Undramatisch heißt auch nicht, das werden die sozialen Ungleichheitsforscher ziemlich genau sagen, dass das Risiko einer ethnischen, oder sagen wir mal einer migrantischen Abstammung für schlechtere Positionen, geringere Lebenschancen, schlechteres Einkommen, Bildungsarmut größer ist. Und da wird man als Soziologe sagen, na so what? Ich meine, was erwarten Sie denn, dass die Leute nach zwei Generationen unsichtbar geworden sind? Das ist doch irgendwie unerwartbar, gibt es in keinem Land der Welt, ja. In den Phasen, als in der Bundesrepublik noch sozialer Aufstieg das Starke war, also Parenthese gesagt, warum ist die SPD heute eine Splitterpartei? In Bayern 16% Prognosen letzte Woche, also Splitterpartei. Weil sie war nie die Partei der kleinen Leute, sondern die Partei der sozialen Aufsteiger. Sozialer Aufstieg ist heute sowohl sozusagen im Hinblick auf Intentionen, auf so etwas wie Aspirationen von Familien, als auch auf Möglichkeiten, zum Teil ökonomische Möglichkeiten, unwahrscheinlicher als in den 70er Jahren geworden. Deshalb gibt es eigentlich nichts mehr für die SPD zu tun. Und für die Migranten ist es interessanter, für die Migranten, ich meine das nicht polemisch, ja, sondern das ist ja deren großes Problem, wie man eigentlich die Folklore einer solchen Partei verändern kann im Hinblick darauf, wenn es eigentlich die Klientel, die vor allem auf sozialen Aufstieg gesetzt hat, in dieser Form eigentlich. So, und das ist ja tragisch eigentlich als Situation, ne? Zumal die Union viele der Funktionen, die Sozialdemokratie mal hatte, inzwischen übernommen hat. Aber das ist ein anderes Thema, darüber wollte ich gar nicht reden. Worüber ich reden wollte ist, wir haben in den 70er Jahren erlebt, dass wir eine Migrationsklientel gehabt haben, die aufgrund ihrer bildungsfernen Herkunft diesen sozialen Aufstieg niemals mitgemacht hat. Erst jetzt erleben wir, was es bedeutet, symbolisch bedeutet, dass nach 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren fast Einwanderungssituation in Deutschland die Abkömmlinge von Migranten nicht in den Eliten unseres Landes angekommen sind. Da unterscheiden wir uns von den Kolonialländern Großbritannien, Belgien, Frankreich, sogar den Niederlanden, sogar das kleine, popelige Dänemark, was unter den Kolonialgesichtspunkten echt ein kleiner Spieler war. Weil unter den Kolonialen sozusagen so etwas wie ein sozialer Aufstieg aus den Kolonien in das Mutterland eigentlich immer vorgesehen war, während das bei uns nicht der Fall ist. So. Deutsch zu sein heißt deshalb in Deutschland vor allem immer noch ethnisch deutsch zu sein. Wir haben uns nicht daran gewöhnt,
dass das Deutsche, wie wir es als Deutsches kennen, sehr stark davon geprägt ist, dass wir selbst das Ergebnis von Migrationsprozessen gewesen sind. Ich würde dafür plädieren, diesen Diskurs gar nicht zu führen, was es heißt, deutsch zu sein, sondern ich würde dafür plädieren, zu sagen, dass deutsch zu sein heißt, hier zu sein. Und wenn das gelingt, dann wird es einen starken Sog für diejenigen geben, die deutsch werden wollen, dieses Deutsche als Deutsches tatsächlich ernst zu nehmen. Wir sind Feiglinge. Wir haben kein Selbstbewusstsein darüber, was da passiert. Wenn sich die zahlenmäßigen Entwicklungen angucken, ist es völlig ausgeschlossen, dass wir islamisiert, türkisiert, syrisiert oder sonst irgendetwas werden. Also ich auf jeden Fall. Was heißt Integration? Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Integration, das ist der Begriff, der am unklarsten ist. Den meisten übrigens von rechts und links, konservativ und sozialdemokratisch, fällt bei Integration fast immer nur eine Bekenntnisfrage ein. Ich war mal eingeladen bei einem Migrationskongress der CSU. Also ich gehe überall hin. Na, es ist ja interessant. Da sitzen auch nicht nur Deppen, das muss man auch ganz klar sagen, aber auch. Und da war, es war wirklich eine ernsthafte Diskussion. Und Barbara Stamm, die man ja durchaus schätzen kann für vieles, nicht nur für ihre Tochter, sagte, am besten wäre es doch, wenn wir das Grundgesetz für alle, die jetzt kommen, in ihre Herkunftssprachen übersetzen. Da steht drin, wie wir zusammen leben. Und das ist ein Satz, da gibt es einen großen Konsens in allen Parteien, eigentlich im ganzen Spektrum des politischen Systems, zu sagen, ja, das ist eine gute Idee, eigentlich, also im Grundgesetz steht schon irgendwie drin, was wir machen dürfen. Im Grundgesetz steht kein Wort dazu. Das Grundgesetz hat zwei Teile. Im einen Teil ist die Staatsorganisation, nach dem alten schönen Satz von Helmut Kohl, wer Kanzler ist, steht in der Verfassung. Ich weiß nicht, ob es sich oder steht im Grundgesetz, wenn sich an diesen schönen Satz von ihm erinnern. Also Staatsorganisation und der erste Teil sind die Grundrechte. Die Grundrechte, die im deutschen Grundgesetz stehen, sind klassische liberale Abwehrrechte von Individuen dem Staat gegenüber. Unser Grundgesetz erlaubt Parallelgesellschaften, soweit man sich in den Parallelgesellschaften einigermaßen an die Gesetze hält. Also mit dem Grundgesetz können Sie irgendeine ethnisch stark integrierte Parallelgesellschaft nicht verbieten. Wenn innerhalb derer irgendwas stattfindet, was irgendwie doof ist, und zwar strafrechtlich doof ist, dann ja, aber ansonsten nicht. Das heißt, das hat mit Integration so gut wie gar nichts zu tun. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen uns mal fragen, wie eigentlich wir in die Gesellschaft integriert sind. Also wir meine ich jetzt die Autochtonen, nicht für dieses die und wir, das ist eine blöde Formulierung, aber Sie wissen, was ich meine. Wie gehören wir eigentlich zur Gesellschaft? Also wie gehöre ich zur Gesellschaft? Doch nicht, indem ich einer Großgruppe angehöre. Die meisten von Ihnen habe ich noch nie gesehen. Ein paar schon. Aber es hilft auch nicht weiter. Wie bin ich integriert hier? Ich bin hier integriert über wechselseitige Rollenerwartungen, die irgendwie organisiert sind. Ich habe einen Job, einen ziemlich guten, der gut bezahlt wird und der Prestige produziert. Sogar so einen Titel davor. Zwei Titel sogar. Drei. Ich habe bestimmte Aufenthaltsrechte, also ich bin deutscher Staatsbürger. Ja? Ich habe ein Gelsenkirchener Abitur, das auch hier anerkannt wird, bayerischer Staatsbeamter und Ordinarius zu werden. Ich bin versichert, ich habe eine Wohnung, also die gehört mir nicht, aber da kann ich, also ein Haus sogar, das habe ich gemietet, mit meiner Frau zusammen. Unser Sohn ist ausgezogen, er ist schon alt genug, 21. Und so weiter und so weiter. Ich habe einen Bildungstitel. Ich habe die Möglichkeit, rechtliche Sicherheit in Anspruch zu nehmen. Ich habe all die Möglichkeiten, also ich kann am Geschäftsleben teilnehmen. Ich habe zum Beispiel das Recht, Eigentum zu haben. Ich weiß, dass Eigentum unter Linken oft ein großes Thema ist. Das ist irgendwie doof. Die Eigentumsrechte waren es in der Geschichte der Modernisierung, die zum Teil Freiheitsrechte symbolisiert haben. Weil es gab Zeiten, da durfte nicht jeder Eigentum haben. Ja? Ich habe Eigentum, also nicht allzu viel, aber so ein paar Sachen. Ein paar Sachen und auch ein bisschen Geld und sowas. So, was will ich damit sagen?
Nichts davon ist zentral koordiniert, sondern es ist im Hinblick auf das, wo ich herkomme, also meine Milieuherkunft, meine Schichtungsherkunft, meine ethnische Herkunft, meine Bildungsherkunft, relativ wahrscheinlich gewesen, dass ich in so einer ähnlichen Position bin, wie ich das bin. Also dass ich Karriere an einer Universität gemacht habe und so weiter, ist, habe ich natürlich auch dazu beigetragen, ist gar keine Frage, aber es ist irgendwie nicht ungewöhnlich. Und so eine moderne Gesellschaft integriert uns eigentlich im Hinblick darauf, dass es uns gelingt, unterschiedlichen Funktionen anzugehören, ohne dass das vorstrukturiert ist. Niemand hat zum Beispiel von mir ein Bekenntnis zur Bundesrepublik Deutschland verlangt. Auch nicht zu Leitwerten, die stattfinden. Das wird auch niemand tun, soweit ich nicht strafrechtlich irgendwie etwas tue, was dort als relevant anerkannt wird. Und dann werde ich übrigens auch nicht zu solch einem Bekenntnis gezwungen, sondern ich muss womöglich eine Strafe bezahlen oder absitzen oder sonst etwas. Ja, also das würde der liebe Gott verhüten, aber das ist möglich. So, ich will Ihnen jetzt nicht einen langen soziologischen Vorteil halten, deshalb mache ich das etwas in dieser pragmatischeren Form. Wir gehören alle nicht einem festen Verband an, sondern wir sind punktuell an der Gesellschaft, in die Gesellschaft inkludiert. Und die große Kunst besteht tatsächlich darin, dass es für niemanden von uns einen Platz gibt, aber eigentlich keiner verloren geht. Und wenn das stimmt, also auch die, denen es richtig scheiße geht, die gehen nicht verloren. Ja? Wenn Leute verloren gehen, das kann man zum Beispiel erkennen, wenn sie mal in amerikanischen Großstädten sind. Die können es besser ertragen, dass Leute verloren gehen. Also ich war mal an der Universität Berkeley in der Nähe von San Francisco. Da muss man ordentlich was bezahlen, um studieren zu können. Und die Studierenden gehen dort, wenn sie von unten nach oben, weiß ich, ob Sie das schon mal gesehen haben, so am Berg, also wirklich wunderschön, als hätten die eine Filmkulisse eigentlich gebaut. Und man muss von unten hoch und durch so einen Pinienwald durch. Und im Pinienwald liegen Obdachlose. Und zwar nicht so Luxusobdachlose, sondern richtig Scheißobdachlose. Und das stört den nicht. Die Studenten, oder die anderen? Die Studenten, ja. Den meine ich, von denen habe ich ja gesprochen. Also stellen Sie sich vor, die lägen vor der LMU. Es wird nicht funktionieren. Bin ich mir sicher, es würde nicht funktionieren. Die Frage ist, was man dann macht. Ja? Die Polizei würde die in den Perlacher Forst fahren. Dann brauchen die 2 Tage, bis sie zurück sind. Das macht die Münchner Polizei auch. Aber spannenderweise ist es so, dass auch die rausfallen, irgendwo sind. Und gelungene Vergesellschaftung heißt, dass tatsächlich niemand verloren geht. Eine moderne Gesellschaft ohne einen Wohlfahrtsstaat kann nicht existieren. Eine moderne Gesellschaft ohne das, was die Liberalen Zwangsversicherung nennen, kann nicht existieren. Eine Gesellschaft, die jeden in einen Großverband reinsetzen will, kann nicht funktionieren. Und wenn wir uns Integration von Leuten, die kommen, vorstellen wollen, dann müssen wir uns vorstellen, wie wir diese Andockstellen organisieren. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man sagen kann, der Begriff ist umstritten, dass wir in unserer Gesellschaft auch ein Integrationsproblem in unseren sogenannten Unterschichten haben, dann müssen wir Integrationspolitik machen für die Schwachen in dieser Gesellschaft. Und das ist inzwischen völlig unabhängig von der ethnischen Herkunft. Es gab Linguisten, die haben in Hamburg Untersuchungen über das Sprachverhalten von Migrantenkindern gemacht und sind in den entsprechenden Vierteln gewesen und konnten am Sprachverhalten der Kinder nicht unterscheiden, ob es sich um Kinder mit Migrationshintergrund oder nicht Migrationshintergrund handelt. Weil sozusagen die Idee, dass so etwas wie eine Bildungskarriere, die von der Familie mitgetragen wird, in manchen Schichten einfach nicht da ist. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, sondern hier haben wir ein klassisches Integrationsproblem. Ich nenne das in meiner Theorie Sprache ein Inklusionsproblem, weil wir eben nicht in eine Gesamtgesellschaft integriert werden, sondern inkludiert werden in die unterschiedlichen Teile. Integration, würde ich sagen, auf Englisch sagt man, it's more pedestrian. Ja, es ist etwas, was mit Alltagsleben zu tun hat. Und wir wissen aus der Forschung, wenn es gelingt, dass die Leute diese punktuellen Andockstellen in der Gesellschaft haben, dann radikalisieren sie sich weder politisch noch religiös. Es gibt französische Ethnografen, die in den Banlieues als größtes Problem zeigen, dass alles, was die Leute da machen, über einen einzigen Sozialverband organisiert wird. Ich meine, sie sind ja so emanzipatorische Leute. Ne? Was sind die Emanzipationsgeschichten, die wir auch biografisch durchgemacht haben? Es ist die Herauslösung aus
verbünden, die selbstverständlich sind. Also schon die Tatsache, das ist ja, wenn man das historisch etwas weiter betrachtet, bis ins 17., 18., 19. Jahrhundert, dass wir uns unsere Ehepartner selbst suchen. Also heute würden wir fragen, brauchen wir Ehepartner? Ich habe einen schon seit 30 Jahren, also nicht denselben sogar, oder dieselben. Aber braucht man eigentlich nicht. Also es geht auch ohne. Die Diskussion vorher war, suche ich mir den selber oder nicht? Das war ein Riesenthema. Und es war hoch unwahrscheinlich, so eine blöde Frage zu stellen, sich den selber zu suchen, auf was für eine Idee kann man eigentlich kommen? Das ist so eine, das war eine starke emanzipatorische Frage. Ja? Ist ein Argument, dass jemand in einer Hierarchie höher hat, automatisch besser? Das war in der Menschheitsgeschichte eigentlich immer so, in den klassischen vormodernen Kulturen war das selbstverständlich. Heute rechnet man damit, dass sogar jemand, der in der Hierarchie weiter unten steht, womöglich Recht haben könnte, der kann es schwerer durchsetzen, aber in Organisationen zum Beispiel, aber es könnte sein. Wir sind daran gewöhnt. Wir stellen auch fest, dass so etwas wie Familienherkünfte nicht alles erklärt, was uns ausmacht. Und ein gut integrierter Migrant, selbst wenn er irgendeinen komischen Namen hat, mit viel Üs oder so, oder schwarz ist, oder dass man ihm einfach ansieht, dass es so ist. Übrigens gilt das auch für andere Gruppen, bei denen es vermeintliche Sichtbarkeiten gibt, zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder Einbeinige oder Dreibeinige oder was man sich immer denken kann. Na, ich meine, es ist ganz egal was. Wenn in der Kommunikation nicht dieses eine Merkmal den gesamten Rest der Kommunikation ausmacht, dann ist Integration gelungen. Wie gehen Sie durch eine Großstadt, indem Sie vor allem nicht sehen, was Sie sehen? Wir sitzen in der U-Bahn, gucken uns Leute an und manches finden wir echt richtig komisch. Also mir geht es zumindest fast jeden Tag so und hat keinen Informationswert. Interessanterweise hat so eine moderne Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, eigentlich den Konkurrenten nicht mehr sichtbar machen zu können. Also wenn Sie mal gucken, wer ist eigentlich Ihr natürlicher Konkurrent? Den können Sie heute gar nicht mehr so genau beschreiben. Sozialwissenschaftler können ihn beschreiben. Mit statistischen Mitteln. Es gibt neue IAB-Daten, die können zum Beispiel sagen, also das ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, die zeigen uns richtig sehr deutlich und der Daten scheinen sehr valide zu sein, dass diejenigen, die jetzt als Flüchtlinge kommen und wenn sie auf den Arbeitsmarkt kommen, keinen einzigen Deutschen verdrängen werden, sondern eigentlich nur Migranten. Also nicht, dass das besser ist, aber die Angst der deutschen Kleinbürger vor dieser Konkurrenz ist offensichtlich aus statistischen Gründen unbegründet. Aber in analogem Blick ist so eine statistische Gruppe unsichtbar. Also man kann ziemlich genau ausrechnen, wenn man ihre soziodemografischen und sozioökonomischen Daten kennt, mit wem sie auf einem Wohnungsmarkt konkurrieren würden. Sie können die Leute aber im richtigen Leben nicht erkennen. Wenn Sie die in der U-Bahn treffen, werden Sie sagen, Sie sind mein Wohnungskonkurrent. Die kann man nicht sehen. In früheren Gesellschaften war diese Konkurrenz sichtbarer. Und deshalb bieten sich Gruppen, die eine angebliche Sichtbarkeit anbieten, an, um Ordnung in eine Welt zu bringen, die da gar nicht drin ist. Und deshalb heißt Integration eigentlich, bestimmte Informationen in ihrem Informationswert zu senken. Übrigens, die Diskussion wird auch in der ganzen Gender-Debatte geführt. Luce Irigaray, das ist eine französische feministische Philosophin, hat wunderbar beschrieben, dass eigentlich nur Frauen ein Geschlecht haben. Und ein Beispiel, an dem man das beschreibt, ist, wenn Sie einen Aufsichtsrat sehen, wo nur Kerle sind, sind da nur Aufsichtsratsmitglieder. Sobald eine Frau dabei ist, sind da Männer. Das ist gar nicht polemisch, sondern das ist was wahrnehmungsphysiologisch schon etwas, was, woran Sie gar nicht vorbei können. Und wie lange hat es gedauert, entscheiden kann? Kann man ja, ne? Also schon, weil man ja auch was dafür tut. Also auch die Frauen hier haben Sachen, die wahrscheinlicher für Frauen als für Männer sind. Haarschnitt zum Beispiel, das ist nicht mein Spezialthema, aber weiß man, wovon ich rede. woran man sozusagen erkennen kann, dass da eine Frau ist und es hat womöglich für bestimmte Aktionen keine
Informationswert. Also wenn wir jetzt diskutieren und Sie melden sich, ja, dann würde ich nicht sagen, das ist eine gute Frage, das ist nämlich von einem Mann. Oder Sie melden sich, das ist eine blöde Frage, das ist von einer Frau. Aber es ist nicht lange her, da wäre das selbstverständlich gewesen, solche Sätze zu machen. Also nicht lange her heißt in unser aller Lebenszeit, das gilt auch für die Jüngeren, die hier sind. Und spannend ist doch, wie sich solche Sichtbarkeiten auflösen. Und ich glaube, Integrationssituation kann man daran bemessen. Ich habe jetzt nicht viel Zeit und werde sozusagen nur sagen, wie macht man das? Man macht das nicht, indem man direktiv von oben etwas plant, sondern indem man sozusagen ein Vertrauen in die inklusive Kraft einer Gesellschaft hat und dort, wo es nicht funktioniert, kompensatorische Maßnahmen einleitet. Die kosten Geld, aber nicht so viel, wie man denkt. Punkt aus, fertig. Also ich meine, es ist wirklich nicht schwierig. Man muss es allerdings politisch wollen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Das dauert 5 Minuten, dann bin ich fertig. Zum letzten Punkt. Was macht man jetzt eigentlich politisch? Ich habe vorhin gesagt, ich denke darüber sehr stark nach im Moment, weil wir im Moment sehen, es gibt eigentlich zwei große Gruppen in der Gesellschaft. Die eine, eher linksliberal und links, hat die guten Argumente. Meistens vom Kommandohügel mittelschichtsorientierter, vergleichsweise sicherer Lebensformen ausgesprochen. Ja, also das Verallgemeinerungspostulat eines ethischen Satzes, das kriegen wir alle mit Hilfe noch von zwei Nebensätzen, die man da findet, wunderbar hin. Übrigens auch in diesen Schichten ist es relativ verbreitet, wenn es ums eigene Leben geht, viel partikularistischer zu sein als das universalistische Argument. In dem Buch, das hier schon genannt wurde, das ich Ihnen natürlich zum Erwerb empfehle, steht unter anderem der Satz, dass wir links denken und rechts leben. Und das ist gar nichts, was wir wählen, sondern das Leben selbst sozusagen versucht, Ordnung zu schaffen. Und wenn Sie mal sehen, wie sozusagen mit dem Verallgemeinerungspostulat denkende Menschen in Schulen dafür sorgen, dass man eine möglichst homogene Gruppe des Lernens hat, damit die Kleinen das Abitur schaffen und noch mehr. Dann werden Sie feststellen, dass diese Interessen ja durchaus legitime Interessen sind, aber die Denke eben nicht so ist, wie sie als Denke funktioniert. Also das ist die eine Gruppe, klare universalistische Argumente. Die andere Gruppe ist eine, die sich sehr stark sozusagen als verunsichert darstellt. Ich glaube nicht an Angst, ich glaube aber an Angstkommunikation. Je mehr Sie Angstkommunikation machen, umso plausibler ist es, Angst zu haben. Also Angst haben wenig Leute wirklich, aber an Angstkommunikation anschließen, wenn man sich die Kosten für Angstkommunikation senkt, dann kriegt man Angst. Das ist wie in der Weihnachtsgeschichte, wenn die Engel sagen zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Ja, dann kriegen die Angst. Aus gutem Grund. Das ist kein Witz. Das ist, kann man sehr schön sehen. Oder wenn Ihnen jemand nachts begegnet und sagt, vertraue mir. Sollten Sie rennen. Also wenn Sie sozusagen offen formulieren, eine Form sozusagen von gepflegter Unsicherheit, und das findet im Moment politisch sehr stark statt, bekommen die Leute wirklich Angst. Und man muss, glaube ich, diese Verunsicherungsgefühle, die wir zurzeit in der Gesellschaft erleben, auch aus dieser linksliberal situierten Perspektive, in der jemand wie ich zum Beispiel, ich nehme an, die meisten von Ihnen auch leben, mal ernst nehmen, nicht ernst nehmen im Sinne von, eigentlich haben die recht, diese ganzen Maghrebiner, die sind irgendwie scheiße. Das meine ich nicht mit ernst nehmen, sondern ich meine mit ernst nehmen, dass das faktisch da ist. Also der Realitätstest für den Soziologen ist keine ontologische, philosophische Frage, sondern die Frage, ob das eine soziale Wirksamkeit hat oder nicht. Und es hat im Moment eine soziale Wirksamkeit. Wir leben in einer sehr komplexen Welt, darum geht es übrigens in dem Buch, wie man diese Komplexität anders beschreiben kann. Ich behaupte nicht, dass es zwischen rechts und links keinen Unterschied gibt. Das gibt einen riesengroßen Unterschied. Aber es macht keinen Unterschied im Hinblick auf eine angemessene Beschreibung der Gesellschaft. Wir müssen ein Narrativ für diese Komplexität finden, aber wir können das nicht dadurch auflösen, indem wir den Schwachen in der Gesellschaft oder die, die sich als schwach gerieren wollen, soziologische Theorien erzählen, sondern uns fragen, welche Art von Kommunikation brauchen die eigentlich, damit Angstkommunikation unwahrscheinlicher wird. Und wir haben ja in der Geschichte der Bundesrepublik, man kann sagen, in der Geschichte fast aller Industriestaaten nach dem Zweiten Weltkrieg,
sozusagen mit der Demokratisierung des Sozialismus durch sozialistische und sozialdemokratische Parteien einen ganz interessanten Zivilisationsfortschritt erlebt, der die Selbstverständlichkeit der Umverteilung im Rahmen von Wohlfahrtsstaatlichkeit gewissermaßen zur Selbstverständlichkeit von Vergesellschaftung gemacht hat. Das ist eine riesen zivilisatorische Geschichte gewesen, bei der wir ja feststellen müssen, dass dieser Konsens selbst bei konservativen politischen Kräften, auch wenn es da natürlich unterschiedliche Vorstellungen im Detail gibt, eigentlich selbstverständlich geworden ist. Eine starke Sozialdemokratisierung des Denkens. Ja, also Sie finden außer bei starken neoliberalen Parteien niemanden, der so etwas wie einen Wohlfahrtsstaat abschaffen wollte. Ja? Beschränken schon und so weiter. Aber dass prinzipiell eine Gesellschaft ausschließlich auf Marktmechanismen beruhen kann, das glauben noch nicht mal die Liberalen. Das glauben es noch nicht mal Herr Hayek, der als der große Superfeind gilt. Aber das ist ein anderes Thema. Was wir vielleicht heute brauchen, ist eine Zivilisierung des Konservativen. Was heißt eigentlich konservativ zu sein? Konservativ zu sein heißt, von der Schwäche der Menschen auszugehen und nicht von ihrer Stärke. Von der Schwäche der Menschen auszugehen heißt, ernst zu nehmen, dass die Leute zunächst einmal zwar universalistisch reden können, sich aber so verhalten, wie sie sich in ihren kleinräumigen Situationen verhalten. Und daraufhin hat ja konservatives Denken eigentlich immer versucht zu sagen, dann müssen wir die Institutionen der Gesellschaft stark machen. Die Familie, die Nation, die ethnische Herkunft, die Konfession, die Mitgliedschaft in Kirchen und so weiter. Das funktioniert alles heute nicht mehr. Das funktioniert eigentlich nur noch als böse Geschichte gegen eine komplexe Welt. Für mich ist die interessante politische Frage, die hat nichts mit konservativen Parteien zu tun, sondern die hat eigentlich in allen Parteien stattzufinden, ob wir diese konservative Denkungsart eigentlich in den Programmen der Parteien stark machen können, eine Modernisierung und Zivilisierung des Konservativen in der Weise zu erreichen, sich Politik oder Gesellschaft auch aus der Perspektive der Schwachen vorstellen zu können, damit wir wissen, worin eigentlich die Ängste, die so gut kommunizierbar sind, liegen. Ein Hinweis, dann höre ich auf zu reden, da erscheinen dann diejenigen, die gegen die multikulturelle Gesellschaft opponieren, den Migranten-Communities, die Schwierigkeiten haben, sich mit einer modernen Welt zu arrangieren, strukturell als geradezu identisch. Ja, also was für die einen die Orientierung an traditionellen Institutionen, man könnte auch sagen an einem völkischen Nationalismus ist, das ist für die anderen eine Form des Islam, den sie nicht aus ihren Herkunftsländern mitgebracht haben, sondern der eigentlich erst hier entstanden ist. Und das ist eine relativ kleine Gruppe der Migranten, also damit Sie mich nicht falsch verstehen, ja, ich rede über eine recht kleine Gruppe, die aber sehr sichtbar ist, zumindest im Diskurs sehr sichtbar wird. Und wir wissen aus der Forschung ziemlich genau, dass die Islamisierung von, nicht des Abendlandes, sondern von manchen Migrationscommunities so gut wie immer in den Zielländern stattfindet und immer dort stattfindet, wo sie Situationen haben, in denen sich enge Netzwerke in ihrer Konkurrenz zu einer Außenwelt und in ihrer ängstlichen Beobachtung dieser Außenwelt intern so einig sind, dass sie sozusagen vor etwas Angst haben können, was gar nicht da ist. Also die Idee gewissermaßen, dass man in sehr engen Migranten-Communities diese Welt für feindlich hält, weil sie angeblich diese Leute nicht haben will, ist identisch mit Leuten in Dresden, die noch nie einen Moslem gesehen haben und Angst vor der Islamisierung des Abendlandes haben. Ernst nehmen heißt, den Mechanismus ernst zu nehmen, aus dem das entsteht. Und die großen Parteien scheinen sich dafür nur sehr wenig zu interessieren. Das finde ich schade. Ich finde, dass diese, ich nenne sie konservative Denkungsart, in allen demokratischen Parteien, wie wir sie haben zurzeit in den Parlamenten, zumindest mitbedacht werden sollte, wenn wir Konzepte dahingehend machen, wie wir sowohl Integrationspolitik als auch Migrationspolitik machen können. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. In einer pluralen Gesellschaft, in der ich sehr gerne lebe, in der dann die Entwicklung darin besteht, dass man nicht mehr als Mensch oder Katholik oder Homosexueller wahrgenommen wird, sondern in der jeweiligen angedockten Situation als Mitmensch jeweils. Wir haben in dem Vormittag heute die Folgen des Kapitalismus betrachtet
Und die würde ich jetzt gerne dieser Integrationskraft, die Sie so schön geschrieben haben eigentlich, entgegenstellen als eine desintegrierende Kraft, dass dieser Kapitalismus sehr wohl jetzt in diesem Stadium sehr viele Ängste erzeugt von arbeitslosen Jugendlichen, zum Beispiel in ganz Südeuropa, sehr wohl Menschen gegeneinander hetzt, anstatt einem europäischen sozialen Projekt, was ja mit der Produktivität möglich ist. Wir haben geschaut auf unsere Verfassung und unser Grundgesetz, was uns eigentlich in Auftrag mitgibt, die gesellschaftliche Integration nicht nur als eine politische zu begreifen, sondern eben auch auf eine wirtschaftliche. Und die Frage des Mehrwerts, die Sie so positiv angesprochen haben, wirklich ernst zu nehmen, Produktivität, Reichtum und Fortschritt so umzuverteilen, dass man von einer gerechten Gesellschaft sprechen kann. Deswegen für Sie jetzt nochmal, um den Anschluss an heute Vormittag zu finden, wo Sie leider nicht dabei waren, diese desintegrierende Kraft des derzeitig wütenden Finanzkapitalismus, der sich gelöst hat aus jeder Legitimation gegenüber einem Gemeinwohl, ich fasse jetzt damit auch nochmal den Vormittag zusammen, das sehe ich als ein sehr schwergewichtiges Problem auch wirklich der Menschen, die doch gegeneinander antreten, also gehetzt werden. Ja. Sie haben recht. Also ich müsste jetzt einen Vortrag tatsächlich halten über das, was Kapitalismus heißt. Das ist ich halte das für eine wirklich angemessene Kategorie. Nicht, weil ich sozusagen den Kapitalismus gut finden würde, sondern weil ich denken würde, dass Kapitalismuskritik bisweilen eher zur Selbstberuhigung beiträgt, weil sie einen Strukturmechanismus, der im Ökonomischen stattfindet, beschreibt, der in anderen Bereichen der Gesellschaft ganz ähnlich stattfindet. Aber darüber will ich jetzt gar nichts sagen. Die desintegrierende Kraft ist da und ich habe gesagt, gelungene Vergesellschaftung scheint tatsächlich diejenige zu sein, bei der Sie von einem Merkmal nicht auf alle anderen schließen können. Und das haben Sie zum Beispiel dann, wenn eine Volkswirtschaft die desintegrierenden Folgen hat, dass sie entweder die Leute nicht in Arbeit bringen oder die Lohnersatzleistungen fast immer nur eben Lohnersatzleistungen sind und damit gewissermaßen fast alle anderen inklusiven Formen in Frage gestellt werden. Das ist genau das, wofür man Wohlfahrtsstaaten mal erfunden hat. Wir diskutieren zurzeit ja sehr stark über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich muss gestehen, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Aber an der Diskussion ist doch sehr spannend, dass es ja gar nicht nur um das Einkommen geht, sondern dass es darum geht, welche Art von Inklusion in die Gesellschaft dieses Einkommen eigentlich bedeutet. Ist es Lohnersatzleistung oder ist es eine Versorgungsleistung, die jedem zugutekommt? Schon dieser kleine Schritt produziert eigentlich einen großen Unterschied. Selbst wenn es der gleiche Geldbetrag wäre, den man jetzt als Lohnersatzleistung bekäme oder den man wahrscheinlich erhöhen müsste, dann hat es einen anderen Charakter, weil Sie sozusagen die Existenz nicht als defizitär ansehen, wenn Sie nicht über Arbeit sich selber reproduziert. Das heißt, wir müssen feststellen, dass manche Inklusionsformen in dieser Weise nicht funktionieren. Und ich glaube tatsächlich, dass die Idee, sich nur die Märkte anzugucken und sich auch nur die Arbeitsmärkte anzugucken, viel zu kurz greift. Ich würde übrigens den Kapitalismus, ich sage das mal provokativ, ja, wirklich auch ernster nehmen und sagen, was hat eigentlich der Finanzkapitalismus mit dem Kapitalismus zu tun? Eigentlich nichts. Bitte? Wenn Kapitalismus mal geheißen hat, dass man Kapital einsetzt, um über produktive Arbeit einen Mehrwert zu produzieren. Das macht der Finanzmarkt. Der Finanzmarkt hat die volkswirtschaftliche Funktion, im Prinzip Zeit zu gewinnen, damit jemand, der etwas investieren will und das Geld noch nicht verdient hat, es vorher schon investieren kann, damit er es hinterher verdienen kann. Sozusagen die Optionssteigerung des Ökonomischen hat dazu geführt, dass es sich eigentlich nicht lohnt, Geld in produktive Arbeit zu stecken, weil man auf dem Finanzmarkt ganz andere Gewinnspannen bekommen kann. Und das ist natürlich, also Sie haben da hinten ja stehen, Tobin-Steuer und so weiter und so weiter. Ich meine, die Idee, dass man sich mit Geld sozusagen in die Lage versetzen kann, nationalstaatliche Regulierungsmechanismen gegeneinander auszuspielen, ist natürlich eine unmittelbares, man könnte fast sagen, also eine Bereitstellung genau dieses Mechanismus. Und davon muss man runter. Also ich sage das jetzt mal sehr, sehr, sehr kapitalismusnah. Wenn man daran glaubt, dass auch kapitalistische Mechanismen sowas wie Wohlstand produzieren können, wenn man diesen Wohlstand gerecht in der Gesellschaft verteilen will, dann muss man ihn herstellen können. Dann müssen vor allem diejenigen, die das Kapital besitzen, Anreize bekommen, es in produktive Arbeit zu stecken und nicht
über Kapitalgeschichten zu machen. Ich meine, wenn versprochen wird, dass man Renditen von 15, 16, 17 Prozent kurzfristiger Natur am Finanzmarkt bekommt, dann wird sozusagen jeder, der betriebswirtschaftlich denkt, sagen, warum soll ich mir dann die Mühe machen, über Jahre etwas aufzubauen? Und das hört sich jetzt an wie so ein blabla-liberales Argument. Es ist kein blabla-Argument, weil das im Prinzip der Mechanismus ist, über den so etwas wie eine nicht integrierte moderne Ökonomie funktioniert. Ich will es nochmal dramatisieren. Und zwar so dramatisieren zu sagen, dass wir ja diesen Mechanismus, den Sie beschrieben haben, nicht nur in der Ökonomie kennen, sondern auch in den anderen Funktionssystemen der Gesellschaft. Wir kennen sie zum Beispiel auch in der Politik. In der Politik geht es keineswegs nur um die produktive Arbeit der Lösung von Sachproblemen, sondern es geht vor allem um die Frage, mit welcher Art von Kommunikation man eigentlich Macht erhalten kann oder nicht. Dass jemand wie Horst Seehofer, der wirklich kein Idiot ist, das muss man tatsächlich sagen, sich im Moment aufführt wie ein Rumpelstilzchen, kann man ja nur politisch erklären. Im Prinzip ist das das funktionale Äquivalent zum Handeln von jemand, der Geld hat, nur an den Finanzmarkt zu gehen. Ja, also jetzt zu Putin zu reisen und diese Geschichten zu machen, die er da jetzt macht, und permanent gegen Berlin zu löcken, ist doch eigentlich sozusagen die Idee zu sagen, ich kann damit viel mehr politisches Kapital produzieren, als wenn ich mich um die Fragen kümmere, um die es eigentlich geht. Das ist eine ganz interessante Strukturanalogie. Und Sie finden es auch in der Wissenschaft. Sie können sozusagen, es wäre eine Wissenschaft, die sich vielleicht für bestimmte Probleme interessiert, wäre besser, aber Sie können viel mehr machen, wenn Sie über bestimmte Punktesysteme hier und da und dort einen Mehrwert erzielen, den man viel einfacher kriegen kann. Ich nenne das, ich wollte eigentlich sowas soziologisch jetzt gar nicht sagen, aber ich nenne das sozusagen die Option, also die fehlenden Stoppregeln, die es in den einzelnen Funktionssystemen der Gesellschaft gibt. In anderen Weltregionen ist es zum Beispiel im Religiösen, was wir zurzeit in manchen Weltregionen an Optionssteigerung des Religiösen erleben, ist ja exorbitant. Das kennen wir aus Europa übrigens auch, das gab es bei uns zum Teil auch. Also solche Dinge sind in der Struktur der modernen Gesellschaft drin, und das zu regulieren, das wäre meine Kritik an linken und utopischen Lebensideen, sich zu fragen, kann man so eine Gesellschaft eigentlich bei Null beginnen oder muss man dort beginnen, wo man gerade steht? Und wir müssen tatsächlich feststellen, dass empirisch gesehen die einzige Form, mit der wir zurzeit arbeiten können, so ein interessantes Muddling Through ist. Sie haben ja eine Tagung über Europa. Ich meine, man kann viel über Europa reden, aber wenn europäische Politik nichts anderes ist als die Summe nationaler Politiken, die sich fast nur vor nationalen Wahlvölkern rechtfertigen müssen, dann kann man schon aufgrund von Anreizsystemen, die man beschreiben kann, sehr schön sehen, dass Europa dann toll ist, wenn man was davon hat, und Europa dann scheiße ist, wenn man nichts davon hat. Und man hat nichts davon, wenn Legitimation eigentlich nur über eine nationale Öffentlichkeit hergestellt wird. Also ist der gleiche Mechanismus. Ich interessiere mich, ich bin so ein böser Systemtheoretiker, müssen Sie wissen. Ich interessiere mich tatsächlich für solche Systemdynamiken, die sich selber verstärken. Und das ist etwas, was, das macht die Diagnose vielleicht noch radikaler, nicht nur im ökonomischen System stattfindet. Und das macht es tatsächlich nicht einfacher, aber es könnte vielleicht Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, bei denen wir feststellen müssen, dass wir diese Spieler der unterschiedlichen Funktionen an einen Tisch bringen müssen, um zu Lösungen zu kommen. Ich gestanden, überhaupt nicht gefallen hat, nämlich den Vergleich der Dresdner, die tatsächlich keine Ausländer besitzen und eigentlich vor was Angst haben, was gar nicht gibt. Und Migranten, die sich in bestimmten Vierteln islamifizieren oder einfach radikalisieren, um es mal neutral zu formulieren. Ich glaube, dass man die zwei Gruppen überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Ich bin selbst Mensch mit Migrationshintergrund. Ich habe Abitur, als Arzttochter hatte ich es immer gut. Im Dorf wusste jeder, dass ich die Tochter vom Arzt bin. Ich bin nicht komplett so behandelt worden wie manche andere Migranten. Aber ich habe auch genug Diskriminierung erfahren. Und das ist einfach das falsche Aussehen, und man wird immer anders sein. Man wird nie komplett dazugehören. Und das ist ein Erleben, das durchaus, wenn man dann noch sieht, dass man keine Chance hat auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungsmarkt und so weiter, zu Radikalisierung führen kann. Deswegen fand ich diesen Vergleich jetzt etwas unpassend. Weil die Migranten oder auch die zweite, dritte Generation durchaus Gründe hat für Wut im Bauch.
Ich glaube, dass die Leute, die bei Pegida mitlaufen, und verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, auch Gründe haben, Mut im Bauch zu haben. Also ich meine das wirklich ernst. Ich meine ja direkt auf die, wo gegen diese sind, haben Sie das. Bei Pegida ist der Sinn nicht die Migranten schuld, dass ich eine Wohnung unter den anderen. Ja, eben, das ist ja mein Argument. Natürlich sind nicht die Migranten schuld. Das ist doch gerade das Argument. Aber man hat sozusagen die Idee, etwas, was viel komplexer ist, in einer einfachen Geschichte erzählen zu können. Ich meine, dieses Arschloch darf man jetzt nicht sagen. Also Herr Sarrazin hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, in dem vieles, also wer 500 Seiten schreibt, der kann nicht, da ist nicht alles falsch. Da stehen sogar ein paar richtige Sätze drin, die wir aber alle wussten. Aber das radikal Schlimme an dieser Geschichte ist, das Kalkül dort, wo es um Diagnosen geht, auf banale Sichtbarkeiten zu setzen. Das ist das Kalkül. Und ich glaube, wie Sie beschreiben, als Arzttochter eigentlich zu den Privilegierten zu gehören und doch identifiziert und auch diskriminiert zu werden, etwas, was ich selber jetzt nicht erlebe und noch nie erlebt habe, aber da gibt es vielleicht auch Gründe dafür, ist ja gerade das in einer Gesellschaft, die sozusagen sich nicht eingesteht, dass sie eine Einwanderungsgesellschaft ist, mit dieser Sichtbarkeit anders umzugehen. Natürlich, und es ist selbstverständlich, wird man es immer sehen. Aber es verschwindet auch, denken Sie ans Ruhrgebiet, also hier unser Beritt. Ja? Es gibt, also wenn man das jetzt mal zynisch auf den Begriff bringen will, das Beste, was Integration bis jetzt gebracht hat, sind die Leute im Ruhrgebiet mit vielen Konsonanten im Nachnamen, die auf die Polacken schimpfen. Also wo sozusagen etwas unsichtbar geworden ist, was man nur noch bei genauerem Hinsehen tatsächlich sichtbar machen kann. Und ich finde das ist jetzt eine zynische, blöde Geschichte, aber das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass manche Sachen unsichtbarer werden. Sie werden nicht ganz unsichtbar werden. Aber ich meine, zu beschreiben, dass es Diskriminierungserfahrungen gibt, und jetzt verstehen Sie mich um Gottes Willen nicht falsch, sehr riskant, was ich jetzt sage, ist auch eine Ressource. Also natürlich gibt es Diskriminierung, aber sozusagen Diskriminierung ist auch immer eine Ressource, eine Sprecherposition stark zu machen. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich relativ schwach, aber es ist womöglich bei Gruppen, die andere Ressourcen nicht haben, sehr stark. Und dass wir solche Demonstrationen wie Pegida hauptsächlich in Ostdeutschland haben, ist doch kein Wunder. Ne? Also ich meine, in Ostdeutschland, selbst wenn es den Leuten dort im Vergleich zu dem, was am Ende der DDR stattgefunden hat, Gott hab sie selig, radikal besser geht, die Daten sind eindeutig, ja, ist das subjektive Gefühl zum Teil, dass es ihnen richtig schlecht geht. Und dann ist es wahrscheinlicher, solche Sachen zu machen. Was ich vergleichen will, sind nicht die kulturellen Formen, sondern dass Ressourcen da sind, die man in Anspruch nimmt. Und diese Ressourcen werden ganz ähnlich verwendet. Und insofern würde ich ja auch bei solchen Migranten-Communities nicht hingehen und sagen, ihr habt einen falschen Islam oder irgend sowas. Oder ihnen nachzuweisen, der Islam ist per se gewalttätig oder der Islam hat per se was gegen Frauen. Ja? Also ich meine, um was gegen Frauen zu haben, reicht schon bei Paulus nachzulesen. Ja? Mulier tatiat in Ecclesia heißt, die Mädels mögen in der Kirche die Fresse halten. Das ist nicht verkehrt. Also mit dem Ton ist es gemeint. Ja? Heißt es wörtlich natürlich noch nicht. Das ist sozusagen etwas, was eine völlig perfide Art ist, damit umzugehen. Der Soziologe kann vielleicht von den Inhalten abstrahieren und dann versuchen zu beschreiben, wie solche Dynamiken eigentlich funktionieren. Da würde ich sagen, sind die sich schon ähnlich. Und wenn sie sich ähnlich sind, dann muss es vielleicht auch ähnliche Formen geben, damit umgehen zu können. Ich bin zum Beispiel völlig dagegen, die Pegidisten alle für gefallene Engel zu halten, die für diese Gesellschaft verloren sind, genauso wie ich niemals glauben würde, dass auch sozusagen in den schlimmsten salafistischen, islamistischen Communities die Leute prinzipiell nicht erreichbar sind. Natürlich sind die erreichbar. Die Frage ist, wofür? Sicherlich nicht dafür zu sagen, ihr seid kulturell minderwertig und könnt es mit Sicherheit nicht machen. Das mit Sicherheit nicht. Außerdem lernen wir immer die Dinge, die sich in unserem Nahraum bewähren. Das gilt auch für uns Arztkinder, mein Vater war auch Arzt.
Ja? Wir lernen eigentlich immer nur das, was sich bewährt. All diese patriarchalen Verhaltensweisen, die es in manchen Migranten-Communities gibt, die es jetzt auch in autochthonen Communities gibt, man muss aus der Großstadt vielleicht mal rausfahren, um die noch genauer sehen zu können, die sind ja keine Ideologien, sondern das sind Praktiken, die sich bewähren. In einer Community wie bei Ihnen hier wird sich so ein patriarchales Verhalten bei den Kerlen, die hier sitzen, selbst wenn sie sie gerne hätten, nicht bewähren. Versuchen Sie mal ganz empirisch zu sagen, was mit Ihnen passieren würde, wenn Sie sich so verhalten würden. Dann würden Sie einen Response bekommen, der die Anreizstrukturen ändert. Ich würde ganz gerne mal fragen, woher denken Sie, kommt denn diese Angstsprache und wäre denn eine Alternative zu dieser Angstsprache? Das ist die allerbeste Frage, die man überhaupt stellen kann. Die Alternative wäre wahrscheinlich, und das ist jetzt sozusagen mit einem akademischen Mittelschichtsbias gesagt, Aufklärung. Also wir haben ja immer gedacht, wenn man den Leuten sagt, was ich am Anfang gesagt habe, diese Migrationssituation, die wir im Moment haben, also die ist an manchen Stellen schwierig, aber die bringt unser Land aber auch nicht im geringsten in irgendeine Gefahr, ist ja erstaunlicherweise eher etwas, was die Leute bestätigt. Ja? Also das ist ja die paradoxe Situation. Insofern wäre das nicht die Antwort auf Ihre Frage. Die Antwort auf die Frage ist vielleicht das, was ich am Ende angedeutet habe, dass wir einen Sensus für sozusagen das Potenzial mit der Schwäche der Menschen umzugehen lernen müssen. Also wer zum Beispiel Leuten aus Brennpunktsituationen, die irgendwie nach unserem Dafürhalten gescheitert sind, hilft, hat doch immer diese doppelte Idee, dass die Leute wirklich Scheiße bauen, aber dass man ihnen trotzdem helfen muss. Das ist so eine interessante, also wir finden manche der Verhaltensweisen auch richtig blöd, aber sagen gleichzeitig, denen muss man helfen. Also wenn man naiv ist, würde man sagen, die sind ja selber schuld, sollen sie ihr Verhalten mal eben ändern, ändere dein Verhalten und tu es jetzt. So naiv funktioniert nie etwas. Also wenn das funktionieren würde, wäre ich 10 Kilo leichter. Ja? Ich weiß genau, wie man das macht, aber es gelingt mir nicht. Ich meine das nicht als Witz, sondern das ist sozusagen das, was Lebensformen ausmacht. Ich glaube, dass man wirklich mit dieser Schwäche eher umgehen muss und sich Kommunikationsformen überlegen muss, bei denen Hilfemöglichkeiten die Leute nicht entsubjektiviert, sondern ihnen Möglichkeit gibt, selber etwas zu tun. Aber es ist ja kein Wunder, dass dort, wo die Leute so etwas wie eine Zukunftsperspektive an sich selber nicht erleben, sie fast immer zu diesen analogen Geschichten greifen, das Falsche eigentlich zu wollen, bestimmte Gruppen verantwortlich zu machen und so weiter. Ich muss sagen, ich habe gar keine Angst vor diesen Gruppen. Ich habe viel mehr Angst vor denen im Moment, vor den Intellektuellen, vor den großen Sprechern, die auf diese Welle surfen. Genau. Rüdiger Safranski zum Beispiel, ein Historiker, ja, also ein Historiker, der etwas weiß über die Entstehung von Nationalstaaten, der weiß es wirklich, hat es aufgeschrieben, man kann es nachlesen, arbeitet mit völkisch-nationalen Kommunikationsformen. Jemand wie Sloterdijk, den ich nie verstanden habe, aber ja. Sloterdijk ist jemand, der auch einfach auf diese Welle aufspringt und diese Geschichte macht und so weiter und so weiter. Man könnte noch mehrere Namen nennen, ja. Übrigens auch aus der Linken. Ich würde sagen, Sarah Wagenknecht ist auch so eine Figur. Ja. Kannst du das mal mit ein paar Argumenten unterstützen? Bitte? Kannst du das mit ein paar Argumenten unterstützen? Ja, das kann ich sehr gerne mit Argumenten unterstützen. Das ist die alte englische Form. Wenn solche Politiker wie unser Innenminister, bitte? Wenn selbst solche Politiker wie unser Innenminister sozusagen solche Verlautbarungen vor Fernsehkameras laufen lässt, dann hat er doch ein bestimmtes Ziel. Also das kann er nicht wirklich. Also ich bin wir wollen jetzt erstmal die Wagen. Ich sag was zu Wagen. Oder dass er was bewusst macht oder dass er dumm ist. Also. Nee, dumm ist er sicher nicht. Also, was heißt sicher? Also, das glaube ich nicht. Ich glaube aber nicht daran, dass da so viel Kalkül ist. Also, es ist doch ganz interessant. Ich habe in einem Radiointerview letztens gesagt, ich habe dafür ordentlich auch Prügel bekommen, dass man bei jemandem wie Safranski sowas wie Inkontinenz beobachten. Ja, ich meine es nicht als Witz. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute solche Sätze nicht halten können. Weil das so eingeführte Formen sind, in solchen Situationen genau auf solche Chiffren hinzugehen. Und jemand wie de Maizière, der ja zwischendurch auch ganz schlaue Sätze sagt, das ist ja ganz interessant, der ist ja nicht immer so,
denen kommen diese Sätze in den Sinn. Und ich würde sagen, von selber, ich glaube gar nicht daran, dass wir so viel selber sprechen, sondern es spricht im Moment sehr stark. Und das ist doch etwas, was doch interessant ist. Ne? Bitte? Bei den Bürgerlichen, da kommt es so aus den Leuten heraus, da haben Sie schon recht, ja. Was heißt bei den Bürgerlichen? Also da kommt es in der Tat aus den Leuten heraus. Ich sollte was zu Sarah Wagenknecht sagen. Ja, bitte. Sind Sie da irgendwie Partei oder so? Ja. Ja. Bisschen mehr ja, vielleicht. In welche so. Richtung? Ich muss meine Antwort entsprechen. Also gut, ernsthafterweise, es gibt auch in einem linken Diskurs einen sehr starken Drang, dort, wo es zu ökonomischen Integrationsproblemen kommt, klar zu zeigen, dass der einzige Raum, in dem man Solidarität quasi natürlicherweise erwarten kann, ein national integrierter Raum ist. Und das ist eine alte Tradition im Marxismus, das ist im Prinzip der Marxismus von Friedrich Engels, der das auch schon hatte, wo sozusagen der Internationalismus des Marxismus sehr, sehr, sehr stark konterkariert wurde durch die Idee, dass man doch realistischerweise sagen muss, wer denn eigentlich mit wem wirklich solidarisch sein kann, und dann fallen einem letztlich nur die Völker ein. In den Sozialwissenschaften gibt es eine ganz interessante Entwicklung, also in meinem eigenen Fach, auch in der Soziologie, wenn wir sagen, Gesellschaften müssen so etwas wie ein normatives Gerüst haben, damit es funktionieren kann. Das einzige normative Gerüst, das bis jetzt funktioniert hat, war die Nation. Das ist schon verrückt. Also mein eigenes Fach ist eigentlich eines, dass, wenn man es wirklich ernst nehmen würde, die Nation sehr, sehr stark ist. Sie kennen Wolfgang Streeck, ja, und schätzen ihn wahrscheinlich. Ich schätze ihn für manche Diagnosen. Ich finde die Diagnose, bei der er wörtlich sagt, die einzige Gruppe, bei der wir natürlicherweise erwarten können, dass so etwas wie Solidarität erwartbar ist, ist der Nationalstaat. Und zwar der integrierte Nationalstaat. Deshalb gibt es auch von der linken Seite eine Art von Kritik an Migration, weil man denkt, dass die Gesellschaft gewissermaßen so inhomogen gemacht wird, dass bestimmte Formen von Solidarität unmöglich werden. Und da müssen Sie mich jetzt wirklich fragen, ob ich falsch liege, aber auch das widerspricht eigentlich der Idee, sozusagen sich Gesellschaften vorzustellen, die pluraler sein können, als wir uns das in diesen Imaginationen des 19. Jahrhunderts unmittelbar nach dem Wiener Kongress vorstellen können. Und also meine Einschätzung, ich kenne Sarah Wagenknecht nicht persönlich, aber weil das eine kluge Frau ist, ist es brutales Kalkül. Sehr blumig gewesen. Bitte? Ihre Aussage war sehr blumig in meinen Ohren, aber gut. Naja, was heißt blumig? Blumig bedeutet doch, also ich finde, viel konkreter kann man es nicht sagen, weil man ja sozusagen diese Integrationskraft immer an etwas festmachen muss. Und spannenderweise stellen wir fest, dass Dinge wie Rechtstitel, die uns normalerweise mit der Möglichkeit ausstatten, die Adresse von etwa Umverteilung zu werden, interessanterweise dann am besten funktionieren sollen, wenn diese Homogenität stark gemacht wird. Und ich meine, worüber diskutieren wir in Europa zurzeit? Warum gelingt es eigentlich nicht, so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit herzustellen? Das liegt nicht nur an der Sprache. Es gibt keine europäische Sprache. Aber es liegt auch daran, dass die Legitimation für Politik fast nur im nationalen Rahmen denkbar ist. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass es erstaunlicherweise konservative Politiker waren, die sich bisweilen die Transzendierung des Nationalstaats als Legitimationsraum eher vorstellen konnten, weil die natürlich nicht die Umverteilung von Gütern im Hinblick auf einen Solidarraum als erstes vorstellen mussten und damit funktional andere Probleme lösen mussten. Also das ist doch ganz, also muss man ja empirisch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass die Leute ja sozusagen das sagen, was mit Hilfe ihrer eigenen Ressourcen zur Verfügung steht. Warum ist es bei den Gewerkschaften bisweilen, gibt es durchaus ganz unterschiedliche Gruppen im Hinblick auf die Beurteilung von Einwanderungssituationen. Da geht es um Konkurrenzen. Und meine Prognose ist, was Einwanderungssituationen angeht, was jetzt kommen wird, das sind nicht die Leute, die aus Not aus der Levante kommen, sondern das sind die gut ausgebildeten Leute aus afrikanischen Ländern, bei denen das Bildungssystem vergleichsweise gut funktioniert und die im Internet sehen können, was man hier machen könnte. Die wären alle blöde, wenn die nicht nach Europa kommen würden. Und dann werden wir Konkurrenzen haben zu unseren sehr
wie soll man sagen, verweichlichten und verwöhnten Schichten, bei denen sozusagen immer klar war, dass sie in die Geschichten reinkommen werden. Da werden ganz andere Konkurrenzen entstehen. Wozu das führt, können wir in den Vereinigten Staaten beobachten. Ja, also um sozusagen ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, die Dinge bleiben nicht so, wie sie sind. Was wir jetzt im Moment haben, das ist Vorbote von etwas, was erst kommt. Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt da richtig verstanden habe, weil Sie etwas stark diese nationale Identität betont haben. Es geht doch im Grunde darum, dass in der Frage die humanen Akzeptanzen gestärkt werden. Und das sozusagen würde mich interessieren, wie Sie soziologisch analysieren, wo vielleicht diese humanen, das Verschwinden der Unterschiede, was Sie auch ausgeführt haben, funktioniert hat und unter welchen Kriterien und Bedingungen das funktioniert und eben nicht aufgrund der nationalen Identität. Dann weitere Frage, Sie haben auf das Einwanderungsland abgehoben. Es gibt ein Einwanderungsland, in dem diese Integration nicht so gut funktioniert, wie ich das sehe. USA, das ist seit Jahren ein Einwanderungsland. Da gibt es enorme Konflikte und ich denke, dass nicht das der Grund sein kann, dass wir zu wenig interkommunizieren. Die werden wir heute Abend nicht beantworten, weil sie die zentrale Frage der Aufklärung gewesen ist. Also nach der Französischen Revolution, ich habe diesen Satz gerade erwähnt, dass man sich unmittelbar danach gedacht hat, jeder Mensch guten Willens ist Franzose, hat man festgestellt, dass die Menschenrechte leicht begründbar sind, aber nur als Bürgerrechte durchzusetzen. Also wer das mit am besten auf den Begriff gebracht hat, ist die französische Psychoanalytikerin und Philosophin Julia Kristeva, die wir fürs neue Kursbuch übrigens fürs nächste Heft gewinnen konnten, was zu schreiben. Also die Wunde, kann man sagen, zwischen Menschen und Bürgerrechten bildet genau das ab, was Sie in Ihrer Frage gerade gesagt haben. Die Menschenrechte sind universal, durchgesetzt werden können sie in Räumen, in denen sie durchgesetzt werden können. Das ist die alte Wunde, kann man sagen, aller linken und neolinken und ich würde auch sagen liberalen Theorien, die genau das bedenken, was Sie gerade gesagt haben. Es geht um die Humanität des Humanums, also um eine Unterscheidungslosigkeit der Menschen, die in Räumen durchgesetzt werden müssen, in denen so etwas wie politische Macht und rechtlicher Status garantiert werden kann. Und diese Räume haben immer Grenzen. Ja, die haben immer Grenzen, heißt, man muss definieren können, für wen das eigentlich gilt. Und wir würden ja sagen, dass auch in unserem eigenen Land, und das gilt eigentlich für alle modernen Staaten, die Menschenrechte für alle gelten, aber die Bürgerrechte nicht. Ja, also die Bürgerrechte heißt, ein Deutscher, also jemand, der einen deutschen Pass hat, der hat hier ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht. Alle anderen erstmal nicht. Das ist eigentlich unstrittig in der Weltgesellschaft. Ne? Leute, die also für jeden gelten die Menschenrechte, aber es gelten nicht alle politischen Teilhaberechte für alle. Auch das ist eigentlich unstrittig. Also mit unstrittig meine ich, es ist kaum durchsetzbar als politische Forderung zu sagen, ich wähle dort, wo ich gerade bin. Sondern das wird geregelt über Bürgerschaftlichkeit. Und Bürgerschaftlichkeit ist etwas, was eigentlich immer an begrenzte Räume gebunden ist. Und diese Wunde zu heilen, das ist das große Problem. Europa, das große Projekt Europa, wollte das zumindest für Europa erreichen und hat es für Europa nicht erreicht. Und zwar aus den Gründen, dass wir solche Formen nur machen können, wenn wir ein Grenzregime haben, das nach innen offen ist und dummerweise nach außen geschlossen. Wir diskutieren gerade über die Frage, soll es in ganz Europa ähnliche Sozialstandards geben? Da sind wir wahrscheinlich in diesem Raum alle dafür. Die empirische Konsequenz, ich sage das nicht als normativen Satz, dass ich mir das wünsche, aber die empirische Konsequenz wäre, dass die Außengrenzen Europas noch dichter sein müssen, als sie es jetzt schon sind. Also das sind die Konsequenzen dieser Geschichte. Also die Antwort auf die Frage ist nicht, dass Ihre Frage nicht berechtigt ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist die berechtigste Frage überhaupt, für die es noch keine Lösung gibt. Und Ihre zweite Frage hat unmittelbar damit zu tun. Ich würde nicht sagen, dass die klassischen Einwanderungsländer die bessere Einwanderungspolitik machen. Gerade die Vereinigten Staaten von Amerika, also andersrum. Spannend ist ja, dass die klassischen Einwanderungsländer
die ökonomisch liberalsten Länder sind, die sich eigentlich wenig um die Frage des wohlfahrtsstaatlichen Umverteilung zum Beispiel kümmern. Also in den USA ist die Position die, wer einen Aufenthaltsstatus über Green Card oder sonstige Formen bekommt, der soll sehen, wo er bleibt. Wie alle anderen übrigens auch. Das funktioniert bisweilen, produziert aber Kosten, die ich gerade am Beispiel der University of California in Berkeley beschrieben habe. Und man hält das dann auch anders aus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in nordamerikanischen Großstädten war. Und da sieht man eine Form von Armut, die es bei uns auch gibt, die aber unsichtbarer bleibt, weil wir das einfach nicht aushalten. Dort gibt es übrigens auch ganz andere Formen von integrierten Einwanderungscommunities. Wir gehen gerne im Süden von Manhattan nach Little Italy, weil wir da gedacht haben, da ist die Mafia und da war früher Frank Sinatra. Direkt daneben gibt es ein kleines Chinatown, das sind nur ein paar Straßen. Das ist eine völlig abgegrenzte Enklave, innerhalb derer sie zum Teil in den Geschäften noch nicht mal Englisch sprechen können. Also sie können Englisch sprechen, das versteht sie gar nicht. Und das Spannende ist eigentlich, dass solche Länder, die so liberal sind, mit Folgen damit vergleichsweise gut umgehen können. Die interessante Frage wäre, ob nicht auch wir mit relativ hohen sozialen Standards und größer Sensibilität im Hinblick auf die Sichtbarkeit von Armut solche Formen erfinden können. Und erstlich, da muss ich sagen, da bin ich wirklich auch ein selbstbewusster Deutscher und würde sagen, wer, wenn nicht wir, als ökonomisch potentestes Land in Europa, gleichzeitig als ein Land, das doch im Rahmen dieser Flüchtlingskrise durchaus sehr positive Seiten gezeigt hat, also vieles ist schlecht gelaufen, aber manches zeugt doch davon, dass wir eine vergleichsweise reife Demokratie geworden sind. Wer, wenn nicht wir, sollten ein Einwanderungsgesetz hinkriegen, ich habe es im Vortrag ja gesagt, bei dem wir einerseits dieses Eigeninteresse, das ja durchaus legitim ist, bedenken, auf der anderen Seite aber eine humanitäre Komponente einbauen, die unmittelbar zu diesem Einwanderungsgesetz gehört. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Integrationssituation von Einwanderern dann besser wird, wenn man über solche Symbole zeigt, dass sie tatsächlich Teil dieser Gesellschaft sind. Dann werden auch diese Andockstellen leichter funktionieren. Ich glaube, das ist der einzige Weg, über den man das machen kann und über nichts anderes Operatives. Darf ich noch einen Satz zu Ihrer ersten Frage sagen? Die spannende Frage ist ja, ich habe das mit den Konservativen gesagt, kann man eigentlich konservativ sein, ohne auf die Nation oder die ethnische Herkunft oder die Konfession zu setzen, sondern tatsächlich, das wäre ja das, was Sie begrifflich angeboten haben, auf sowas wie Humanität oder Menschlichkeit, ich würde es eher sagen, auf die bloße Existenz, auf unser körperliches Dasein. Ich würde sagen, irgendwie schon, weil dass wir angefangen haben, die Flüchtlingssituation als solche ernst zu nehmen, ich habe es im Vortrag, glaube ich, auch erwähnt, war doch in dem Moment, als die vielen Körper kamen, an denen man wirklich nicht mehr vorbeigucken konnte. Wir haben Boote gesehen, wir haben Ketten von Menschen gesehen, wir haben volle Züge gesehen. Vielleicht gerade bei vollen Zügen sind wir Deutsche vielleicht besonders sensibel. Na, ich meine, das ist alles nicht weit weg. Ja? Würde ich sagen, da ist genau das rausgekommen, was Sie gerade gemeint haben. Humanität, übrigens über die Puschengrenzen zum Teil hinweg. Und ich meine, man muss das vielleicht auch mal positiv ausdrücken und sagen, vielleicht muss man daran anschließen und sich die Diskussion nicht von den Idioten von rechts diktieren lassen. Ja, für Ihren Vortrag und für die Lebendigkeit der Diskussion. Ja, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.